Wo sind meine Flügel? Hä? Ich hab doch Flügel. Naja. Gut, unsichtbar. Echo-Modus ist unsichtbar im Modus. Für uns selber. So, wir müssen noch kurz da nach oben. Da geht's irgendwo hoch. Ja. Und dann mal die Quest mit der Blume von vorigen Part abgeben. Okay. Oh, meine Schwester. So. Was sind das Küste? Ah, nein, das ist Stein. Ich möchte gerne einen Kristall haben. Schade, dass von Metin 2 diese Erze nicht hier sind. Die habe ich immer gerne abgebaut. Obwohl es nicht gebracht hat. Irgendwie, wenn man so etwas einbaut, dann muss man es auch ein bisschen motivierender machen. Wie zum Beispiel die Diamanten in Minecraft. Das sind wirklich die einzigen Erze, die ich suche. Die anderen suche ich gar nicht. Die finde ich sowieso. Und, ja. In anderen Games, zum Beispiel bei... bei Grand... Nein, nicht bei Grandia. Ein anderes PS1-Game vor allem. So ein Japan-Rollenspiel konnte man auch immer Erze abbauen. Der Nachfolger von Secret of Mana. Wie hieß er? Legend of Mana oder so etwas. Je nach Ding. Doch kann man im Erz abbauen. Das war richtig nice. Und wo noch? Es gab so viele Spiele, wo man Erz abbauen konnte. Zum Beispiel Skyrim ist noch ein Spiel. Da habe ich die Erze nie gefunden, habe ich einen Mod installiert, wo die ein bisschen leuchten. Ja. So. Hier muss ich eben die Taranteln töten. Wo sind sie? Da. Große Tarantel, ja. Ja, ich bin schon immer ein gut, also ein fröhlicher Zocker gewesen. Ja, das Spiel hat mich so richtig Spaß gemacht. Vor allem Final Fantasy 10 und 9, die zwei Teile, hatten mir extrem lange den gesucht. Und dann hat der Vater mir ein Spiel gekauft, das hieß Gauntlet Dark Legacy. Da hat er recht viel gespielt und ich bin natürlich dann auch fasziniert worden. Und dann plötzlich habe ich auch sehr viel gespielt. Obwohl es eigentlich nicht ein gutes Spiel war. Es war trotzdem irgendwie extrem motivierend. Und ein solches Spiel, wo man einfach ohne große Schwierigkeiten oder so durch die Levels kämpft und halt die Schwierigkeit dann ist bei den Rätsel lösen oder bei den Items finden. Das ist mal ein Game, was mal wieder auf den Markt kommt. Heutzutage kommen nur noch Games raus, wo man so extrem aufpassen muss. Dann habe ich so einen Hass gegen Dark Souls. Dark Souls, also richtig, ich finde, das Game ist ohne Grund irgendwie so erfolgreich geworden. Und der zweite Teil ist ja gar nicht mal so gut. Es gibt viele Hater. Schade, also Dark Souls ist sicher sehr gut, in dem Sinne, dass man eine Herausforderung hat. Aber wenn das der restliche Spiel extrem geradlinig ist und man Gegner nicht wieder killen kann, wieso kann man keine Gegner wieder killen? Wieso leben sie dann gar nicht mehr, nie mehr? Ich finde, in einem Game sollte das nicht sein. Das fördert ja wieder Spielwert dann extrem. Und ja. Bei Regnum hat man da noch ein Ziel, weil man die ganze Zeit dann Fortschlachten macht, die Mauer einreißt und so. In einem anderen MMORPG ist es dann am Endkern eigentlich nur noch Instanzen. Und das finde ich so schade. Also MMORPGs hätten ja richtig etwas Positives, oder? Da man mit der Community spielt. Aber wenn man zuerst einmal gezwungen wird,
Und dann noch, da drüben. Dann noch so, wie soll man sagen, fast eingesperrt ist in den Instanzen. Das ist für mich nichts. Ich habe nichts gegen World of Warcraft oder gegen Guild Wars 2 oder so. Aber zum Beispiel Terra. Ich habe es installiert, nochmals. Weil ich dachte einfach, ich will mal immer wieder ein MMO spielen, was ein bisschen anders ist als Champions of Regnum. Und habe ein bisschen Monster gekloppt, ein paar Items eingesammelt und dann war es mir schon wieder extrem langweilig. Sie ist nicht meins. Also Terra ist für Japan oder für Chinesen Goldseller ein gutes Game, aber für Europäer ist es überhaupt nichts. Dass man die ganze Zeit in Instanzen oder muss mit den anderen Menschen die Mobs teilen und so, ne. Vielleicht ist es einfach am Anfang so, dass es zu viele Menschen gibt, aber ich hab immer ein Monster getötet. Dann waren da mehrere Spieler, haben auch Monster getötet, waren keine Monster mehr da, hab ich gewartet und dann habe ich wieder ein Monster getötet und so weiter. Und das ist nix für mich. Jedenfalls. Bei Champions of Regnum kann das auch passieren, aber da gibt es wenigstens Ausweichmöglichkeiten. Oder man wartet halt ein bisschen, also geht halt offline oder macht irgendwas anderes. Aber bei Terra ist das irgendwie gar nicht möglich, weil man muss Quests machen. Und es ist so extrem questabhängig, dass man irgendwie nur mit Quests levelt, habe ich das Gefühl. Und eine richtig coole Klasse, der Berserker. Aber der ist so arschlangsam. Da wartest du eine Minute, bis der wieder zuschlägt. Und schade, also richtig schade. Es wäre ein richtig gutes Spiel, aber eigentlich ist es nur eine Grafikdemo. Schade, also ja, ich sage jetzt nicht, dass Terra ein schlechtes Game ist, aber es ist nicht mein Game. Es ist nicht meine Art Game. Und deshalb denke ich, zum Beispiel Guild Wars 2 auch nicht. Guild Wars 1 war echt nice, aber das war auch am Anfang arschlangweilig. Erst nach dem zweiten Addon oder so war es dann richtig cool. Aber mehr als die Demo habe ich, also mehr als eine Probe-Version habe ich nie gespielt. So, jetzt habe ich die Elite-Garde-Medaille. Aha, das ist das, was Floster im abgeben wollte. Aber nie konnte. Seltsame Probleme. Nehmen wir mal an. Einmal kehrt dunkel entlang und tötet vulkanische Zone. Wieso sollte ich die vulkanische Zone töten? Nun gut. 3. Da hinten ist irgendwo eine. Nö. Der ist hier drin. Hier? Hä? Wo ist der? Wieso ist. Ah, weil er läuft. Deshalb. So. Ein kleiner Gnom folgt mir. Bitte helft mir. Ich habe es geschafft, ihn am Nordeingang abzuschütten. Bitte tötet ihn. Er wird mich nicht in Ruhe lassen. Nordeingang. Das ist aber Südeingang. Das ist Norden. Nein, das ist Norden. Das ist Westen. Coast Shadow Brüder. Alexis Gebiet. Nun gut. Ich hoffe, man muss den Windanhänger noch nicht töten. Jetzt muss ich jemand suchen, aber nicht am Morgen. Am Morgen. Sie schreiben zwar jetzt momentan, aber nur 2. Oder 3. Hackelbeter Schorsch. Hackelbeter. So. Schulterschutz des Lichts. Wow. Aber für Level 16. Nein. Schade um die Quests. Ich hätte sie früher machen sollen. Aber hey,
Vielleicht, ja, die bekommen wahrscheinlich alle über. Naja, Ausspechgeschwindigkeit und Angriffsgeschwindigkeit ist leider in der Regnummer recht schwach. Oh, jetzt muss ich die töten. Nein, ich muss ihn, glaube ich, gar nicht töten. Der hockt irgendwo hier oben. Ja. Ich muss mit ihm reden. Oh, der Lärme. Was? Ah. Moment, Brücke weg. Ah, der. Ah, da lang. Was? 20 Orks? Müsste ich hin. Nun gut. Bekämpfen wir die mal. Wildrock, das ist nur Knecht. Da ist ein Wildrock. Ha! Ich bin Herkules. Die sind relativ schwach, also ich bin jetzt ungefähr doppelt so stark. Mehr als doppelt so stark. Hammer! Ah, da ist noch ein Gestein. So, ich möchte gerne noch sagen, Dankeschön, dass ihr so viel Regnum schaut. Die anderen werden leider ein bisschen vernachlässigt, aber das ist klar. Ich werde es natürlich viel weitermachen. Und freue mich, wenn die ersten Leute wirklich auch hier ins Reich kommen und mit mir aufnehmen oder so. Es wird immer wieder Livestreams geben, wo wir wirklich zusammen dann Fortschlachten machen und so weiter. Mal schauen, also ich würde wirklich gerne Dinge, also ich kann euch dann natürlich auch hoch pushen. Mal schauen. Und vielleicht schaffen wir es, Ignis auch mal gewinnen zu lassen. Also mit, dass wir gewinnen, dass wir genug stark sind für die anderen Reiche. Mal schauen, mal gucken. Es ist wirklich momentan richtig toll hier aufzunehmen. Ich habe viel mehr Motivation durch euch. Und Daumen nach oben. Deshalb Daumen nach oben. Ihr müsst das Video nicht liken, es liked euch. Aber eben, es ist richtig toll, dass ihr liked. Und es zeigt auch, dass ich jetzt das richtig mache. Es ist immer gut, nach oben zu machen. Ich bin nicht like geil oder so irgendwas. Ich möchte einfach haben, damit ich sehe, ja, die Leute gefällt es. Die Leute wollen mehr von dem. Weil, ich habe immer so gehabt, ja, meine Abonnenten waren bis eigentlich jetzt immer relativ ruhig. Vielleicht einfach auch wegen dem Alter, weil es eigentlich nur Junge meistens machen, kommentieren, aber wirklich toll, wenn ihr kommentiert oder liked oder sonst irgendwas oder nur schaut. Wirklich toll, und das sehe ich auch an den Abonnenten. Momentan geht es wirklich raketenartig nach oben. Ja, richtig toll. Hätte ich niemals gedacht. Es freut mich sehr. Jo. Wenn jetzt der Livestream noch ein bisschen bekannter wird, dann ja, habe ich richtig Spaß. Vielleicht werde ich es auch über Hangout machen, wenn das ein bisschen besser wird. Weil das kann man über Google übertragen und dann seht ihr es auch. Jo. Weil irgendwie Twitch ist langsam am Aussterben, da habe ich das Gefühl. Alle Leute gehen weg.
Es gibt ja dieses andere da. Wie hier heißt das? Hitbox. Und scheinbar sind jetzt viele YouTuber bei Hitbox gelandet. Ja. Etwas, was ich ungern mit euch rede, aber ich habe so das Gefühl, dass momentan die Livestream einfach nur noch geblödelt ist. Ich will jetzt niemand, keinen YouTuber angreifen oder so, aber bitte, YouTuber, die Livestreams machen, bitte mach nicht so blöden Scheiß. Es ist wirklich langsam schon fast lächerlich. Und ein Livestream sollte noch ein Livestream sein und nicht irgendwie einen Kindergarten und sonst irgendwas. Sonst könnte man gleich die Kinder bei euch unterbringen. Dann muss man nicht die Kinder in den in die Kindertagesstätte, was es ja mittlerweile heißt, bringen. Sonst kann man sie ja einfach zu Hause lassen, euch schauen lassen. Aber ja, es ist nicht schlimm, aber es ist einfach irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ach komm, was seid ihr jetzt? Da ist noch einer. Gut, und noch einen hier unten. So, da können wir gleich mal satteln. Schau mal, ich habe einen deiner Kollegen. Hallo, schau mal. Jetzt müssen wir kurz warten. Regnum Wieso. Nee. Komm. Na, oh, bitte. Noch länger warten. Hey, nicht. Bleib da, bleib da, bleib da. Hey, hallo. Schau, schau, schau. Schau, ja, schau. Ha, meine ist größer. Du Armer. Bist ganz klein. So. Also. Dann gehen wir abgeben. Der hat auch, also die hat auch einen Wolf. Und schon beendet. Okay, ich dachte, ich müsste wieder zurück. Aber irgendwie hat das gar nicht mit einem Goblin zu tun. Das ist doch kein Goblin. Hä? Verstehe ich nicht. Nun gut. Die andere Quest mache ich später. Wir gehen noch kurz ein bisschen verkaufen. Wieso bekomme ich die Sette eigentlich im nächsten Slot über? Die Quest an. Nehmt ihr mich nicht mehr mit? Wieso denn nicht? So. Ja, schön, dass ich noch Quests habe. Motiviert mich ein bisschen. Nachher werde ich wieder natürlich bei den Monster leveln. Damit wir schneller in die Kriegszone kommen. Dann werden die Parts auch richtig geil, richtig spannend. Aber ich weiß jetzt nicht, ab wann ich jetzt in die Kriegszone gehen soll und ihnen helfen. Weil für die meisten Leute wird es wahrscheinlich eher ein bisschen nervig sein, wenn ein Unterklassiger mitläuft und die ganze Zeit stirbt. Okay. Gut, wem muss ich das geben? Muss ich wieder zurück. Okay. Da haben wir auch noch eine Quest. Ja, ans Strand zurück, das machen wir dann nächstes Mal. So. Alexias Gebiet. Ah, oh, Wilddog. Okay. Also, gehen wir zur Klippe. So. Können wir runterschauen. Wow, da stirbt man, wenn man runterfällt.
Also, Dankeschön fürs Schauen dieses Partes. Ja, nächster Part kommt hoffentlich bald. Ich hoffe, ich habe da nicht wieder einen Sonnenstich. sonst bekomme ich auch blaue Haut. Über. Drago, du siehst krank aus. Hey, du siehst ganz krank aus. Nun gut, also. Dankeschön und tschüssi. 82.417 bekommen wir. Ja, das ist, wenn man längere Zeit nicht verkaufen geht. Ab Level 15, ne? 35. Haben wir stärkere. Ist das eine schnelle Waffe? Langsam, ne? Okay. Oder normal hätte ich jetzt gedacht. Nun gut, also. Tschüssi.